Und willkommen zurück zu Super Mario Galaxy 2. Ich glaube mittlerweile Part 62 oder so, ist auch scheißegal, was viel wichtiger ist. Mein Co-Moderator ist wieder dabei, oder? Ja, natürlich bin ich dabei, denn es wird Zeit, nochmal ein bisschen Michael zu unterstützen. Ganz genau, für die letzten 5 Sterne, wa? Genau so sieht's aus. Diesmal habe ich mich auch sehr gut vorbereitet, denn ja, es ist tatsächlich so. Ich habe mir in mein Spiel geguckt, um ein bisschen Tricks für Michael zusammenzusammeln. Ja, das wird ziemlich cool. Hoffe ich. Ja, ich hoffe es auch. Wir beide hoffen es, also ist die Hoffnung doppelt und doppelt hält besser, wa? Ach, alle Male. Also dreimal noch besser, aber naja, ich glaube mit 2 Gästen, das hältst du nicht aus. Also. Nee. Genau, genau. Wenn du mal gesagt hast, die Stalkerin Peach ist ja dabei, wa? Sowieso, ja, klar. Aber immerhin, sie stalkt uns zwar, aber sie gibt uns auch ein kleines Utensil. Sowieso, ja. Und du brauchst ja die Leben, nicht wahr? Bingo! Ciao, moin! Cool, wa? Ja, sowieso. Und der Ticket wünscht dir schon wieder, da gibt dein Bestes. Aber er selber macht wieder gar nichts. Ach, das ist so eine faule Sau. Ruhe auf den billigen Plätzen! So, jetzt ist er ruhig. Hallo? Ich sollte ja, jemand irgendwie in die Arschbacke treten, also ich... Die Arschbacke, ja, ich glaube nicht, dass er 2 hat, aber egal! Genau, egal. Der Toad hier muss ich euch noch zeigen, weil ich war offscreen ein bisschen fleißig, Freunde. Ich habe mir euren Rat zu Herz genommen und habe vor allem in der Kettenhunden-Galaxie ein bisschen gefarmt. Und das Resultat sieht folgendermaßen aus. Hallo? Genau. Das sieht doch nice aus, muss man ja sagen. Aber ich würde euch mal bitten, schreibt Michael in die Kommentare, ja, er wollte es mir nicht glauben. Er braucht 9999 für die allerletzte Galaxie. Also, ich denk's mir mal. Ja, ganz ehrlich, Leute, ich glaub's ihm immer noch nicht so ganz, weil zum einen kann ich mich daran erinnern, dass das bei Galaxy 1 der Fall war, und zum anderen, ich habe mal auch im Lösungsbuch nachgeschaut, zwecks Sternteilen und so. Und da war nirgendwo die Rede, dass ich für die allerletzte Galaxie auch noch Sternteile brauche. Also, Rätsel. Ja, schon ein bisschen crazy, aber egal. Wir wollen uns mit anderen Dingen beschäftigen. Wir haben hier Wasserverlies-Galaxie. Wir haben Trümmer-Tornado-Galaxie. Ach du Scheiße. Und auch noch der Kometenstern der intergalaktischen Bossparade. Das wird auch ziemlich witzig. Ach du grüne Neune. Naja, nein, die grünen Sterne kommen erst noch, jetzt sind wir noch bei den gelben. Oder goldenen, wie auch immer. Womit fangen wir denn eigentlich an jetzt? Bin ich mal neugierig. Also, Im Grunde genommen bist du der Gast, also hast du das Recht. Wasserverlies oder Trümmer-Tornado? Ach komm, mach mal Welt 6 komplett, dann hast du das endlich hinter dir. Und also du ersäufst nicht in dem Kometenstern, so viel sage ich schon mal. Das, ja gut, doch, in gewisser Weise ist es ein Toast, wer den Part gesehen hat, wo ich da jämmerlich dauernd abgesoffen bin und so, weil ich irgendeinen Weg nicht gefunden habe, beziehungsweise nicht sehen wollte. Das war so vor allem. Ja, das stimmt. Aber, nee, du musst ja wieder so ein 10.000 Punkte Sammelding machen und das Problem ist, hier gibt es so viele Münzen, da kannst du gar nicht absaufen, weil du kriegst ja immer wieder Luft durch die Münzen, weil ne Mario ist ja geldgeil, haben wir ja gelernt. Ja, oder in diesem Spiel hat vor allem Sternteil geil. Ja, das stimmt, aber... Na, hier, aber hier immer ist der kleine Klempner ist der geil. Das sowieso. Aber sind nicht eigentlich eher die komischen Luma-Typis da, so ein bisschen Sternenteil geil? Also Mario ja eher weniger. Das mag sein. Tatsache ist, Mario ist immer geil und das mag wohl der Grund sein, warum Peach so versessen auf ihn ist. Ja gut, okay. Ich wollte gerade schon sagen, das kann man so ein bisschen obszön sehen, aber es war tatsächlich so gemeint. Gut, ja, genau. Das kommt hin. Hallo auch, du hältst recht gut da draußen. Um mich zu schlagen, musst du aber früher aufstehen. Hä, schließ mal nicht der legendäre Wandorf. Ach, hab ich dir das noch schon erzählt? Nun gut, ja, schon etwa 10.000 Mal, du Funky Kong-Verschnitt. Ich find toll, wie du nochmal Funky Kong nennst, das ist cool, aber... Ja, mein mit der Brille und so, klar ist ein bisschen zu klein und ein bisschen zu mickrig. Mein Funky Kong ist ein richtiger Kasten und so, aber... Nein, nicht nur Ditte, auch Funky Kong, da fehlt mir irgendwie so ein bisschen das Jeballer und mit seiner Rakete auf dem Rücken und... Irgendwie vermisse ich da was. Ich würde es nicht zu laut herausposaunen. Weißt du nie, bevor du dann nochmal bei einem Stern auftauchen plötzlich mit Raketen und so kommt? Ja, das ist dann gute Nacht. Du würdest wohl kaum mit dir reden, wenn du nicht mit mir spielen wolltest. Was? Bei 10.000 mehr erreichen? Ja, ich hoffe, es ist der letzte. Übrigens, da ich ja jetzt geguckt habe, nicht wahr? Mein Rekord liegt bei 10.910. Ja, also. Mal gucken, ob der gute jetzt? Michael das hinbekommt. Aha, so, du hast selber so viel gesammelt, meinst du?
Nee, das ist mein Rekord von früher noch. Also ich habe mal geguckt, was das für ein Kometenstern ist und habe gesehen, dass da mein Rekord 10.910 beträgt. Ich bin ja mal gespannt. Ich denke mal schon, dass Michael das packt. Aber das trotzdem werde ich viel Glück brauchen. Ja. Boah, der ist doch verrückt, Mann! In erster Linie braucht man hier Skill, also du säufst nicht ab. Und keinen Weitsprung nutzen. Du hast gerade schon mal Münzen verpasst. Ja, ist sowieso nur der erste Durchgang, der ist mir zum Testen. Ach so, okay, ja. Okay, schwimmen, wie ging Schwimmen schon wieder? Ach so. Z war tauchen, ne? Also tiefer tauchen. Dreh dich, um dir einen Panzer zu schnappen. Wie auch immer ein Schild drehen kann, ist ja egal. Wow, wie jetzt? Na komm schon. Wie kann ich mich. Ist sowieso egal. Ja. Münz verpasst, aber ist egal. Denk dran, kann ich ja dann bremsen. Weil auch Sternteile bringen dir ja ordentlich an Points. Von denen gibt es nämlich eine ganze Menge hier. Ah, die geben auch Punkte, ist ja very nice. Ja, und die Sternteile. Ja, verdammt. Also am günstigsten ist natürlich lenken und gleichzeitig mit dem Sensor ein bisschen einsammeln. Aber das ist natürlich so klar. Das ist sternklar. Oh mein Gott, die Zeit! Also 3 Minuten finde ich ist schon angemessen. Oh je. Ich habe das Ziel irgendwie verlernt! Na egal. Ja, du musst die von vorne anleuchten, sonst. Mhm. Ja, ich habe hier oben noch ein paar Dinge zu holen. Ich hoffe, das ist kein Fehler und ich muss nur geradeaus gehen. Wow! Also ich bin einfach nur gerade ausgeschwommen und habe dabei. Habe ich sehr zufällig entdeckt, Pilz. Aber ist dir egal, du stirbst jetzt und die auch und die auch und da 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 da. Gut, Michael bei dir gerade sein Wassermaschinengewehr da, was ich irgendwie gar nicht so. Das war unfair. Das war Schiebung. Schiri, was soll das? Autsch. Ach, auf den Schiri setze ich gar nicht mehr. Nach dem Italien-Deutschland-Spiel. Aber genug Fußball-Details. Das sind schon wieder die Knusper. Nein, nicht die, die Scheiße wieder. Wow. 1 Minute hast du noch und noch 3000 Punkte ungefähr. Denk dran, auf der anderen Seite gibt's noch Buhus. Die geben auch noch mal ordentlich Punkte. Wahrscheinlich ist Panzer schwimmen einfach. Mann, ja, versuche doch. Hier ist die Steuerung gerade ein bisschen crazy. Oder ich kapier's einfach nicht. Er ist bei der Antigravitation. So, seit immerhin funktioniert der noch. Da ist jetzt ja genau. Da, ja, genau. Flap! 30 Sekunden. 7300, theoretisch jetzt nicht so schlecht! Ups. Ja. Legendärer Absturz. Schnauze, du. Ach du Scheiße, die Zeit nochmal. Oh Gott, noch 2000 Punkte. Aber wenn du genug Geister kaputt leuchtest, das gibt siehst du ordentlich Points. Was, die geben auch noch Münzen? Wow. Oh Gott, noch 1500. Oh, oh nein. Ja, okay, beim ersten Mal war doch abgesoffen. Autsch, mach das auch noch Punkte. Du bist ein Loser, Mann. Du bleibst und bist der Fehlkönig. Du, gleich umgebracht, ey. Und oh, du sagst, hätte keine Bazooka dabei. Die ist garantiert unsichtbar. Hilfe! So, jetzt sehe ich wieder den gleichen Fehler. Da, jetzt weiß ich ja, wie es geht. Ungefähr. Ungefähr, super. Ja, alles ist super, duper, Meister Schrupper. Da. Ja, gut. War ein Weltklasse-Reimbad, oder? Keine Ahnung, ich konzentriere mich ja mehr aufs Spielen als aufs Quatschen. Das kommt irgendwie automatisch, leider. Naja, übernehme ich ja heute mal zu 50%, also denke ich mal ungefähr. Ich würde hier bremsen an der Stelle, gibt es so viele Viecher. Wie kann ich bremsen? AZ. Ja. Ja, sag mir natürlich keiner, dass Z hier bremsen ist. Das habe ich dir aber schon mal erzählt, nicht wahr? Ja, wie viele Parts ist das her? 10, 20? Ach. Ein bisschen Gedächtnis muss der wohl haben. Nicht wenn ich spiele. Du. Ja, okay, das stimmt. Also, wenn man so viele Games gleichzeitig zockt, dann. Ja, das kenne ich. Komm mal, ich bin sowieso gleich wieder zurück. Ich hab da noch einen. Pilz. Doch, ein Pilz ist. Ein Level-Up-Pilz. Hallo? Na, ja, von hinten anleuchten bringt er nicht. Ach so, stimmt wegen den Augen, ja. Du. Panzer? Ah, da.
Zurzeit Mario wieder mit einem Army-Panzer auszurüsten. 5660, ich glaube, ich bin besser dran als beim letzten Mal, wa? Ich glaube, schlechter als beim letzten Mal. Also beim letzten Mal hattest du noch 3000 und eine Minute. Hm, ob du jetzt besser hinkommst? Ja, ich weiß es nicht. Ich glaube eher weniger von meiner Garde. Oh oh, die Luft ausgeht! Ach du Scheiße, hätte gar nicht gesehen. Da sind Münzen. Ach Gott sei Dank, hier ist so viel Geld. Schneller! Nein! Ich hab's auf, Mario! Nein, 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 nein! Oh, Schwitz. Was ist das schon wieder? Michael macht spannend wie eh und je. Da sind schon wieder die zwei Knusperköpfe. Abschießen, Sternteile mitnehmen, Münze mitnehmen, alles Geld, alles Punkte. Dann holter die Polter. Polter die Polter! Holter die Polter! Und wieder mal 30 Sekunden an der gleichen Stelle. Cool. Ah, Mann ey. Das war wieder sehr cool gemacht irgendwie. Also, legendärer Sprung. Irgendwie schon. Oh Gott, noch 15 Sekunden und noch 2000 Punkte. Und auch wenn du Geister triffst, die Münzen einsammelst vielleicht. Oh Gott, das wird schwer. Oh nein, oh nein. Aber schon 100 Punkte mehr, ungefähr. Eher 50. Oh, und wieder umgebracht. Da, 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 da. Na egal. Na, streng dich an, Mann! Ja, beim dritten Mal geht alles besser! Du kannst auch den Block da am Anfang aufmachen, da sind ja auch noch so ein paar Sternteile drin, die bringen ja mal extra Points. Also man muss schon ein bisschen knausern hier, habe ich das Gefühl. Ja, ist gut möglich. Ich glaube, bei mir ist gerade der Effekt, den viele deiner Zuschauer auch haben werden, bei dir sieht das alles viel schwerer aus als bei mir. Meinst du? Ah, oh, das ist natürlich. Also, wenn es euch auch so geht, ne, schreibt es in die Kommentare. Ich glaube, der Spruch ist schon. Jetzt wird die Kommentarfunktion wieder mal missbraucht. Ach, Kommentare sind gut, Feedback ist gut. Hast du übrigens auch schon das neue Dashboard entdeckt? Ich finde es ja sehr nützlich. Was ist ein Dashboard? Ja, da kannst du unter Videomanager aufrufen, da sieht man aber alle neuen Kommentare. Ah, so das meinst du, und den allgemeinen Videos und so. Richtig, finde ich sehr nützlich, muss ich sagen. Ehrlich mal, das hatten wir wie YouTube mal was Gutes gemacht. Oh Gott, scheiß auf das Leben, sammel Punkte. Falls du nicht gemerkt hast, das Leben gibt 1000 Punkte! Wird echt? Oh, gut, dann eigene Sache. Moment, ich hol's mir auf dem Rückwärtsweg. Richtig, aber Münzen bringt auch eine Menge Geld, ne? Vergiss halt nicht. Keine Sorge! So ein schlechtes Gedächtnis habe ich auch wieder nicht. Ja, außerdem brauchst du ja Leben, ne? Wir haben's ja gelernt. Das Michael-Leben. Genau. Geh nochmal schnell zurück, hol den Tausender. Ach, mach Tatsache. Eine Kehrtwendung! Jetzt zeigt er gerade mal, wo er wird. Gut zu wissen. Also, du bringst mir wieder das Neue bei. Ja, das ist doch die Hauptsache. Was sollte ich nicht eher dir helfen? Eigentlich schon, ja. Dein Strahl reicht nicht weit genug, du kannst sie nicht blenden. Ach, jetzt. Ja, noch eine Minute und schon fast 8000 Punkte. Das sieht doch anständig aus. Ach komm, was soll der Scheiß? Ich geh mal weiter. Ich glaube, die Buhs bringen ganz gut Punkte. Also immer 100 für ihren Buh und dann nochmal 100 für jede Münze, das ist schon nice. Ja, denke ich auch, ja. It's very nice. Na, ja, scheiße, na egal. Bringen die eigentlich auch Punkte? Boah, ich glaube, die kann man gar nicht töten. Oder doch, warte mal, ich glaube, du hast doch mal einen getötet, oder? Mir war so. Ja, aber kann man mit dem Panzer mal gemacht oder so. Richtig, mit dem Panzer kannst du schießen, wenn du schüttelst. Ich weiß nicht, ob die Punkte geben so. Naja, vielleicht auch so ein Honey, keine Ahnung. Sag mal, kann es sein, dass ich mit der Zeit schlechter bin als zuvor? Jana, weil du jetzt mehr eingesammelt hast, aber du bist schon bei 8500. Ist doch nicht schlecht. Ja, sieht nicht schlecht aus. Los, tauchen, Panzer holen. Scheinwerfer an. Mario, der Armleuchter muss ein Licht anmachen. Nein! Oh Mann! Das sieht schlecht aus. Naja. Die Strategie war theoretisch nicht so übel. Ja, das war ganz gut, aber du kannst ja schütteln, um ihn dir anzuholen, den Panzer. Und wieder mal, wie schade.
Ja. Ich hab genug Leben, das ist nicht das Problem. Ich überlege jetzt, was vom Wanderaffen das schwerste Spiel ist. Boah, ich finde eins dieser Sprung-Kombo-Dinger. Ich weiß gar nicht mehr, in welcher Welt das war ziemlich nervig. Also ganz ehrlich, bisher finde ich ja das am schwersten. Echt? Das finde ich jetzt ziemlich leicht eigentlich. Ich mag eigentlich nicht solche Unterwasserwelten. Wasser habe ich im Grunde genommen gerne, aber... Ja. Also ich ja auch eine totale Wasserratte. So, schütteln! Schütteln dein Ding! Also jetzt natürlich nicht mehr. Also schütteln ist einsammeln, damit zieht man den Wasser so ran. Gerade wieder irgendwie ins Gedächtnis gerufen. Chaboing, chaboing, chaboing. So, Mario macht wieder den Armleuchter für uns. Vergiss nicht, die Sternteile sind nochmal locker, wie sie gehen. 500 Punkte. Jetzt kann man jetzt einfach. Vermutlich schon. Du hast doch bestimmt Schweizer Zuschauer. Lad doch mal einen, der mit dir so ein 2-Player-Modus zockt. Wäre doch mal ganz geil. Ja, wenn ich mal einen finden würde. Ach, ich denke mal, es gibt genug Schweizer Zuschauer, sogar ich habe welche. Was ich ziemlich cool finde. Ja, aber ich meine eher aus dem privaten Umfeld. Ja, stimmt. Das ist ja doch. Also, so klein ist die Schweizer denn doch nicht, nicht wahr? Ah, die Kamerabeführung ist wieder mal echt genial. Ja. Kannst es nicht anders sagen? Nein, geht nicht. So, jetzt aber. Turbo aber, hier, kann ich auch einen Turbo aktivieren? Oh ja, den richtigen Ultra-Turbo. Aber ich muss dazu sagen, die Steuerung, da kann man Michael nicht mal wirklich groß die Schuld geben, weil die ist beim Spiel manchmal ein bisschen... Ich sag jetzt nicht. Die Stachelviecher da unten sind auch immer echt nervig. Ach, da hast du eine ganze Minute und noch, ja, locker Zeit. Würde ich behaupten. Das sieht sehr gut aus. Nein! Ah, oh, verdammt! Einfach weiter. Einfach. Augen zu und durch. Jetzt besser in der Zeit und besser in den Punkten. Das ist es doch, das. Ich sehe es jetzt kommen. Jetzt, das ist es. Genau. Sternteile einsammeln. Taboin! Ja, ja. 30 Sekunden noch und. Auch das zu machen. Locker. Ich glaube, der gute Michael knackt gerade jetzt meinen Rekord. Aber warte ab, das glaube ich eher weniger. Naja, 10.000, ja. Vielleicht habe ich Glück. Na. Ach, ganz knapp. Oh, doch, du hast es geschafft. Ach Gott, 40 Punkte. Ach, das gibt eine Challenge statt, kannst du wissen. Du bist nur mein legendärer Rivale. Ja, endlich, ey. Ich habe ihn hinter mir, Gott sei Dank. Vergiss nicht, hier gibt es noch Grünsterne. Schnauze, Schnauze. Ja, das musste jetzt sein. Und da hat Mario den fünf vorletzten Stern. Aber es gibt sicher keine grünen Sterne beim Wanderaffen, oder? Nee, die sind immer nur an einem Level. Also die sind generell in der Galaxie. Jetzt in keiner bestimmten Sternecke. Ja eben, solange ich diese Wassergalaxie ohne Zeitdruck machen kann und so, ist eigentlich alles Pico Bello. Ach, es wird dir noch einiges an Zeit gegenübertreten, und zwar die Trümmer-Tornado-Galaxie und die intergalaktische Bossparade. Ja. Ich hatte einen Brief von der Baby-Duma. Ach du Scheiße. Will der denn? Mein lieber Baby-Uma, ich erwarte bereits unser baldiges Wiedersehen. Wo du auch steckst, ich vertraue darauf, dass Mario uns bald befreit. Ah ja, gut. Ich würde eher sagen, ist egal. Für den Baby-Uma, oder? Wow, ganze 50 Sternteile! Das ist nice. Cha-ching! Das ist doch cool. Ching-ching-ching! Yeah! Ups, oder wie ich auch gerne sage, cha-boing! Ja, so ungefähr. So, Welt 6 abgeschlossen. Na, endlich, ey! Lange hat's gedauert. Noch begeben wir uns Sterne. Als der Trümmer-Tornado-Galaxie, wa? Also... Ach ne, du musst ja erst die Trümmer-Tornado-Galaxie machen. Da ist ja der Kometenstern noch nicht. Ja, weil hier ist noch nicht. Ich muss den machen, hier. Na, ich denke mal, dann kommt der andere hinterher gleich. Kai, bist du bereit? Ach, alle Male. Also du musst bereit sein. Ich muss bloß quatschen. Das ist ganz viel einfacher als
sich konzentrieren und quatschen. Das ist, aber das ist halt mit Uhren sammeln, das sage ich schon mal voraus. Aber du brauchst keine Silbersterne, du musst einfach wussten bis zu dem Punkt, wo der letzte Mal der Stern war und das geht. Beheilung mit der Toxbox um die Wette, ja, leck mir noch ein Schöpli, hey. Ne, das ist übrigens die neueste Version der Xbox. Keine Ahnung, ob ihr das schon gehört habt. Ja, die hat auch extrem viel Hardware-Leistung. Also, genug dumme Wortwitze. Naja, sollen sie zumindest haben. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ach du Scheiße, ging in die Welt schon wieder. Was? Nur 20 Sekunden? Da kloppt mich doch. Mit Uhren, mit Uhren. Oh, das war. Ja, das ist... Da war eine Uhr. Aber ich glaube, das ist gerade Michaels geringste Sorge, sondern da ist eher was Großes Schwarzes. Ja, so ungefähr. Nee, ich hatte doch ursprünglich mal eine super Strategie hier. Also ich würde sagen, nimm die Uhr und dreh das nächste Mal um. Mal gucken, ob das besser klappt. Oh, 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 Schwitz. Oh, das war jetzt gut im Zeitfahren. Oh, oh, hinter dir kommt gleich was. Hinter dir. Da. Ein Feld unter mir, verdammt. Ich hab mich verschätzt. Das ist immer ein Feld links von den Wegzweigungen. Aber ich habe die Uhr genommen und bin erstmal umgedreht. Oh, knapp. Sehr knapp. Zu knapp. Nein, oh, vorhin hat es noch funktioniert. Das war wirklich zu knapp. Aber du verlierst konstant keine Leben. Das ist cool. Ja, ist doch auch was. Es werden mehr durch das Leben, was hier immer steht. Oh. Was zum? Du, voll in die Ritze. Ja. In die Ritze. Mario ist ein Ritzenpflücker. Jetzt aber Feierabend hier. Okay, okay, Planänderung. Welchen Weg nimmst du, Amix? Also, jeweils? Nimm mal die Uhr und dreh mal um. Hier lang? Nein, unten. Unten lang. So kannst du es auch machen. Ja, oder auch nicht. Das wäre vielleicht eine gute Alternative, darauf zu springen, weil das so eine feste Platte ist, die... Flüchtet nicht, so wie der Rest da. Nee, ich nehme mir mal diese Uhr und laufe jetzt wieder nach unten. Da kann man nicht mit dem Weitsprung rüberheppern und kriegt zwei Uhren innerhalb von ein paar Sekunden. Ah, so, ja, ich sehe, was du meinst. Genau. Ja, super. Jetzt hast du noch fast 40 Sekunden. Schneller. Nein, Hilfe. Gleich hinter dir. Oh, Schwitz. So, da ist nochmal eine Uhr. Denk dran, jetzt kannst du Weitspringen machen. Oh nein, oh nein. Nein, was zum? Ich hab doch einen Weitsprung gemacht, Mensch. Autsch, das tut weh. Oh, das lief so gut. Aber ich glaube, du verstehst, warum ich den Weg mal genommen hab. Ja, irgendwie schon und irgendwie auch nicht, aber ist ja auch egal. Nein, 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 nein! Ah, okay, ich darf nicht warten. Alter, ich krieg noch ein Herzkasper in deinen Let's Plays. immer wieder gerne. Oh, danke. Michael wünscht mir alles Gute. Ja, vor allem alles Gute. Ja, ne? Ironisch gemeint, ne? Ach nee, wir haben uns doch total gerne. Wir sind total die dicken Homies und so, ne? Ja, fast schon die Super Homies, wa? Genau, die Super Homies. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, das wird knapp, das wird knapp. Oh. Alter Schwede, wie knapp wird's noch? Boah, das war aber riskant jetzt. Warte! Nein, nein! Oh. Da war der Stein im Weg. Du kannst einfach unten gerade rüberspringen, denke ich. Ja, Da ist diese grüne Auflösplatte, da kommt ja, weiß ich eigentlich auch. Normalerweise, was weiß ich. Ich glaube, beim letzten Mal war da noch irgendwie ein Leben oder so, deshalb wollte ich da durch. Was weiß ich. Genau, richtig. Nein! Du. Und so ist es schon wieder passiert. Fahr zu weit nach oben. Ja, aber das ist ja das Problem, wenn es auf Zeit geht, nicht wahr? Ja, man ist immer so Panik und denkt so, ah, oh, Zeit, aber man denkt nicht daran, was man in dem Moment macht. Ich hätte mir mehr Leben einstecken müssen. Verdammt! Oh, das war knapp. Ja, das war gut. Lauf, lauf. Ich lauf doch schon. Die neueste Xbox-Version kriegt dich nicht, hoffe ich mal. Schneller, schneller! Oh, das war zu früh.
was du nicht sagst, du 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 du. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Nee, die brauche ich nicht. Die gute Fee brauchen wir nicht. Die schwarze Emo-Tante. Ja, oder so. Und ja, ich mache gerne Witze über Emos. Autsch. Jetzt würde ich ja. Genau. Und immer die Zeit, die sitzt mir im Nacken. Das finde ich gar nicht so richtig zum Knacken. Vielleicht werden ein paar Knochen knacken. Hahaha. Schnauze. Oh. Das war jetzt knapp, hey. Das war. Verdammt, das geht doch gar nicht. Oh. Doch, das geht offenbar. Ja, so schon, so schräg. Ja, aber das hat doch nicht mehr so einen Blick. Jetzt ganz ruhig, du bist gleich da. Lass dich nicht runterschmeißen. Ich sagte, lass dich. Oh. Ich hast du was gesagt? Nö, gar nicht, überhaupt nicht. Und da ist er, der viertvorletzte Stern. Und wie oft will ich das noch erwähnen? Soll noch einer sagen, die Trümmer-Tornado-Galaxie sei mein Fail, hey? Also ich muss sagen, ich finde den zweiten Stern leichter, weil du bist gezwungen, schnell zu agieren. Beim ersten Mal bist du einfach nur, was ist das denn? So, also du verstehst schon. Ja, du bist einfach baff in dem Moment. 117, Galaxie completo. Und siehst du, auch schon wieder 400 Sternteile. Also ich denke mal, auch mit den 9999 ist kein Thema, wenn die ganzen Grünsteine Steine vor allen Dingen, Sterne eingesammelt hast. Das ja, ich sehe jetzt vor allem ein Problem noch. Welches? Das zeige ich dir gleich. Wir sind hier in der letzten Galaxie, wa? Ja. Und hier erscheint er einfach nicht. Ja, richtig. Was zum Geier. Vielleicht musst du doch erst... Ja, vielleicht muss ich. Aber ob ich das muss, das sehen wir in der nächsten Folge von Galaxy 2. Kai, du bist noch dabei, oder? Ach, na, selbstverständlich. Ich bin jetzt bis zu 120 dabei. Und dann vielleicht... Ganz genau, das haben wir so abgemacht. Also, Freunde, dann sehen wir uns das nächste Mal wieder bei Galaxy 2. In diesem Sinne sage ich bis dann. Ciao zusammen. Juhu! Ciao!